Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir, ja, ich nenne es mal Haul, aber das sind eigentlich einfach die gesammelten Sachen, die bei mir einziehen durften seit dem letzten Haul. Und ich wollte euch die nochmal zeigen. Und ich möchte auch gerne, ein paar Sachen habt ihr schon bei mir auf dem Kanal gesehen. Ich möchte aber auch ganz gerne wissen, was interessiert euch besonders? Worüber möchtet ihr vielleicht was Gesondertes sehen? Oder ich werde hier auch heute schon mal so ein paar kleine Meinungsäußerungen zu den Sachen noch sagen, weil wie gesagt, ein paar Sachen habt ihr schon gesehen und ich habe auch ein paar Sachen schon ein oder andere Mal benutzt. Deshalb ist das irgendwie so Haul Mini Review, was wollt ihr sehen Video. Ja, ich denke, solche werde ich jetzt in der nächsten Zeit öfter machen. Ich sammle einfach immer so ein bisschen das, was ich gekauft habe und was ich neu ausprobiert habe und dann sprechen wir einfach mal drüber. Das machen wir jetzt. Ich fange mal mit Look Fantastic an. Von denen habe ich diese Palette gekauft. Auch die habt ihr schon in einem Video bei mir gesehen. Die Lime Crime Venus XL und auch da habe ich schon meine Meinung zu geäußert. Ich finde sie richtig schön. Sie ist aber schon relativ speziell und ich glaube nicht für jedermann geeignet. Also wenn ihr über die noch wirklich so ein richtiges Review-Video sehen wollt, sagt mir das, ja, dann mache ich euch das gerne. Und ich habe mir geholt von NARS Super Radiant Booster. Das ist, ja, so, man soll das unter die Foundation machen können oder als Highlighter benutzen. Das ist halt so eine Art Strobe Cream. Da ist es. Ja, ich habe es einmal bisher ausprobiert und habe mich jetzt noch nicht so vom Hocker gerissen. Muss man einfach mal gucken, wie sich das weiter verhält. Dann habe ich mir bei Müller gekauft von Art Deco ein Puder. Das hat mir eine Abonnentin empfohlen. Das sieht so aus. Das ist ein No Color Setting Powder. Das hat wirklich eine ganz interessante... Das ist so, auch so ganz hart. Ich denke mal, es ist vielleicht gegossen oder so. Gibt ganz wenig Produkt ab. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich habe schon ein paar Mal ausprobiert. Ich finde allerdings, habe ich das Gefühl, dass es mein Gesicht ein bisschen zu weiß macht. Ja, das muss ich noch mal ein bisschen, mit rumspielen auf jeden Fall. Dann habe ich bei Amazon zwei Sachen gekauft. Und zwar einmal dieses Gerätchen hier. Und zwar Nadja hatte das auf Instagram gepostet. Das ist quasi so ein Gesichtsreinigungsmassagegerät. Es sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall. Ich ganz ehrlich habe es im Moment noch nicht wirklich ausprobiert, weil meine Haut ja so irritiert ist und ich wollte die nicht noch mehr irgendwie irritieren. Deshalb kann ich darüber noch nicht so viel sagen. Es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Also auch diese Nöppelchen hier, die sind ganz weich. Ist durchaus ein interessantes Produkt, ist auch relativ günstig, deshalb ist es auch nochmal ein interessantes Produkt. Dann habe ich auch bei Amazon gekauft Laneige, ja, die Lip Sleeping Mask. Und zwar hält Mel Thompson die immer in die Kamera. Ihr Kanal ist wunderbar, sie ist wunderbar. Das ist eine meiner liebsten YouTuberinnen. Und das ist ein Lippenpflegebalm und so eine Overnight-Geschichte. Ich benutze das aber nicht nur overnight, sondern ständig. Und es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Hat eine ganz schöne, softe Konsistenz, die gut auf den Lippen bleibt. Und meinen Lippen geht es im Moment sehr gut, muss ich sagen. Ob es jetzt daran liegt oder daran, dass das Wetter besser wird, man weiß es immer nicht. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen mit Schuld daran ist. Gefällt mir gut. Dann habe ich bei Beauty Bay ein bisschen was mitgenommen. Und zwar zum einen ich weiß nicht genau, ob ich euch den schon mal gezeigt habe, Linda Hallberg Infinity Glass. Das ist ein Glossy Glow and Primer for Face, Eyes and Lips. Sehr interessantes Produkt. Fühlt sich wirklich an wie ein Lipgloss. Ich habe noch nicht viel damit rumgespielt. Ich
muss testen, auf jeden Fall. Aber ein ganz ähnliches Produkt, und damit habe ich schon relativ viel rumgespielt, ist von CoverFX. Die haben ja neue Primer rausgebracht. Der Dewy Skin Primer. Leute, das ist ein Produkt. Also, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Das ist, so wie dieser Infinity Glass, so eine, ihr seht, ganz durchsichtige, oh, das war so viel, Produktverschwenderin Jenny. Das ist wirklich so wie so ein Gel und ihr könnt mal sehen, ja, genau. Und davon dürft ihr nur das klitzekleinste bisschen benutzen, weil sonst, das zieht auch nicht richtig weg. Aber damit kriegt ihr den absolut krassesten Wet-Look auf euer Gesicht. Das ist wirklich unglaublich. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal wirklich probiert und man hat den ganzen Tag, ich schwöre euch, also ich glaube für Leute, die extrem trockene Haut haben, ist das der Wahnsinn. Also das ist ein richtig abgefahren geiles Produkt. Und ja, ich bin total hin und weg davon. Das ist auf jeden Fall was, das kannst du, ich finde, man kann es nicht mit jeder Foundation tragen, weil wenn die Foundation auch noch zu dewy ist, dann ist wirklich Schlitterbahn auf eurem Gesicht. Aber trotzdem, komischerweise, hält das Make-up voll geil. Also es ist ein richtig, richtig, richtig interessantes Produkt und ich finde auch die anderen Primer noch recht interessant. Ich denke, ich werde mir auf jeden Fall noch so einmal angucken von denen. Ihr könnt jetzt mal sehen, ich habe es jetzt wirklich eingearbeitet in die Haut und es ist auch fast weg. Und es ist trotzdem, könnte meinen ganzen Körper damit einschmieren, weil es trotzdem so glossy ist. Man muss halt wirklich aufpassen, dass man so wenig wie möglich davon benutzt. Ich hatte das zum Beispiel gestern drauf und habe ein bisschen zu viel davon drauf gehabt. Mein Make-up hat den ganzen Tag toll gehalten, aber es war so ein bisschen, als hättet ihr zu viel Creme drauf, wisst ihr? Also es hat sich auch nicht, ja, also es war den ganzen Tag sehr tacky, ne? Aber es ist ein ganz interessantes Produkt. Dann habe ich zwei von den Dose of Colors Eyelinern von den neuen. Und zwar einmal die Farbe Dark Roast und Sketch. Den habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, den noch nicht. Der ist noch in der Verpackung. Sind schöne Eyeliner. Ja, ist nichts Spektakuläres dran, aber sie sind schön. Und Jouer habe ich euch, glaube ich, weiß nicht, schon mal gezeigt. Ich bin mir nicht so sicher. Und zwar dieser klassische Lip Topper in der Farbe Skinny Dip. Schön. Schönes Produkt. Sehr glitzerig. Sehr, sehr glitzerig. Dann kommen wir mal zu Douglas. Machen wir mal Douglas als nächstes. Und da habe ich das eine oder andere gekauft, so wie immer. Fangen wir mal mit Skincare an. Ich habe mir einmal von The Ordinary das Matrix Seal nachgekauft. Ich habe ja alles mit Kiehl's gemacht. Also ich hatte ja zum Winter meine Pflegeroutine auf Kiehl's umgestellt. Das mache ich immer so eigentlich. Aber da es meiner Haut so schlecht ging und es ihr im Sommer so gut ging, habe ich gedacht, vielleicht war es keine gute Idee. Ich mache wieder alles so wie im Sommer. Und mittlerweile mache ich nur noch das Minimalste gerade im Moment, weil es irgendwie ja nicht so richtig gut ist. Ja, und der Hautarzttermin immer noch auf sich warten lässt. Ja, Matrixyl habe ich nachgekauft. Ich mag das gerne. Ich benutze das immer wieder. Es ist ein Serum gegen Hautalterung. Ich finde, das hat eine schöne Konsistenz. Ich finde es sehr angenehm. Und dann habe ich mir noch gekauft von Hylamide dieses Vitamin C Booster Serum. Das hat eine geile Konsistenz. Und ich finde, das macht eine tolle Haut. Das hat meine Rötungen jetzt, es hat meine Rötungen nicht verbessert oder verschlechtert. Also ist ein sehr interessantes Produkt auf jeden Fall. Und dann habe ich gekauft den Dior Fix It Color Backstage. Das ist ein grüner Corrector. Auch den habt ihr schon mal bei mir in einem Video gesehen. Ich habe den zweimal benutzt und der ist auch in meinem Instagram Sale. Also guckt da mal rein. Ich finde, so sieht er aus. Es ist jetzt nicht so, dass er schlecht ist, in keinem Fall, aber man muss einfach sagen, mein IT Cosmetics Bye Bye Redness ist ungeschlagen das Beste gegen Rötungen und deshalb gebe ich den hier ab, also guck nochmal meinen Instagram-Sale, vielleicht ist er da ja noch zu sehen.
Dann habe ich mir einen, auch nochmal Dior, neuen Lipglow to the Max gekauft. Diese, ne? Habt ihr auch schon in meinem Favoritenvideo gesehen? Also wisst ihr, ich liebe diese Dinger, die sind wunderbar. Ich finde die ganz, ganz toll. Noch ein Lippenstift von Becca mit diesem tollen Magnet. Richtig toll. In der Farbe Burgundy. Wunderschöne Farbe. Ganz toll. Der Lippenstift ist schön, der Lippenstift ist schön cremig, bleibt ganz gut auf den Lippen. Ist so alles in allem schönes Produkt, schönes Packaging. Könnte mir auch vorstellen, dass ich noch mal einen oder anderen davon hole. Jetzt aktuell, heute und morgen nicht, aber schön, 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 schön. Dann habe ich mir den NYX Schwamm gekauft. Der ist auch schon benutzt, wie ihr sehen könnt. Der ist sehr, sehr schön. Also den dürft ihr euch gerne mal angucken. Der gefällt mir sehr gut. Im Gegensatz zu dem von Laura Mercier, den sie jetzt aktuell rausgebracht hat. Nichts Spektakuläres dran. Sehr teuer. Fast teurer als der Original Beauty Blender. Interessante Form. Aber nichts, was ihr haben müsst. Wirklich nicht. Bleiben wir bei Laura Mercier. Auch die Foundation habt ihr schon gesehen. Ich habe eine Review darüber gemacht, verlinke ich euch. Ich trage sie auch heute wieder. Ist eine schöne Foundation. Punkt. Ist es die beste Foundation der Welt? Nein. Dann habe ich mir gekauft das By Terry Brightening CC Serum in der Farbe Apricot Glow. Wunderschön. Wunderschön. Ich hatte eine Probe von diesem Sunny Flash und das finde ich noch ein bisschen geiler. Das ist wirklich sehr dunkel. Man sieht aus, als hätte man sich so ägyptische Erde ins Gesicht geschmiert oder so. Das werde ich mir aber noch holen, um das eventuell ein bisschen zu mischen. Und im Sommer spendet das so einen richtigen Bronzy Glow. Das gefällt mir extrem gut. Aber mir gefällt auch das hier extrem gut. Hat ein richtig schönes Hautgefühl. Einfach ein ganz tolles Produkt. Schweinesteuer. Müsst ihr das haben? Nein, aber wer auf Luxus steht, wer auf Glow steht, ran an den Speck. Dann habe ich mir ein Parfum gekauft. Das habt ihr auch schon im Favoritenvideo, glaube ich, gesehen. Cacharel Yes I Am. Gefällt mir sehr gut, der Duft. Das ist richtig schön. Schwerer, intensiver Duft. Mag ich. Absolut cooles Parfum. Und von Laura Mercier habe ich mir geholt dieses Velour Lip Powder. Sehr interessantes Produkt, schöne Spielerei, habe ich auch schon ein paar Mal getragen, ist sehr angenehm auf den Lippen, müsst ihr nicht haben, aber es ist wirklich eine schöne Spielerei, es macht Spaß damit rumzuhantieren. Sollte ich es doch nicht wegstellen, während ich mit euch quatsche. Und dann habe ich ein Produkt gekauft, was für mich tatsächlich, ja, was ganz Besonderes ist, und zwar dieses kleine Scheißerchen. Ich habe den jetzt bestellt bei Douglas von Rosenthal. Natürlich gibt es auch noch günstige Varianten bei Amazon und so. Das ist ein Jade-Roller. Total schräg, ja. Aber man rollert damit sein Gesicht quasi. Die kleinere Variante ist für die Augen. Damit ja, kann man seine Schwellungen ein bisschen wegmassieren und auch seine Öle und Seren und sowas in die Haut ein bisschen einmassieren. Was ich an dem so geil finde und warum ich den gerade so abfeiere, gerade wenn meine Wangen so brennen, obwohl sie im Moment weniger brennen als noch vor, keine Ahnung, einem Monat, das ist halt voll kühl und das ist so angenehm, wenn man sich gewaschen hat und sein Serum aufgetragen hat oder Öl oder was auch immer und dann sitze ich hier manchmal abends so Roller. Roller. Man soll immer nach außen rollern und es gibt einige Anleitungen, die ihr euch angucken könnt, wie man das rollert. Aber ich sitze dann hier manchmal abends so. Das ist so angenehm. Und ich glaube, noch geiler ist das im Sommer, wenn du den in den Kühlschrank packst. Also, wow, das ist so richtig schön, oh, fresh und macht auf jeden Fall Spaß und ist so angenehm für die Haut. Ich liebe dieses Ding wirklich. Also, ich wollte mir schon ewig mal so einkaufen und jetzt habe ich es getan und ich bereue das kein Stück. Kommen wir zu Cult Beauty. Habe ich in letzter Zeit öfter mal bestellt. Ist ein schöner Shop, muss ich sagen. Da habe ich bestellt die Volcano Goddess von Becca. Habt ihr auch schon bei mir in Videos gesehen. Ich finde es eine schöne Palette. Ich mag generell irgendwie die Lidschattenpaletten von Becca. Finde ich schön.
Die war da im Angebot, glaube ich, sogar. Das war ein Schnapper. Eine schöne Palette. Ich freue mich sehr, die zu haben. Und dann habe ich zwei Produkte von It Cosmetics. Auch die habt ihr schon gesehen. Einmal den Bye Bye Under Eye Illuminating. Ich finde den Concealer richtig schön. Gibt es, wie gesagt, jetzt noch nicht bei Douglas oder so, sondern bei Cult Beauty zu bekommen. Und dann habe ich das Bye Bye Pores in Illuminating. Auch das finde ich sehr schön. Ich habe das angeguckt und dachte, scheiße, Glitzer. Aber es ist auf der Haut von dem Glitzer null zu sehen. Es zeichnet sehr schön weich. Es ist ein richtig schönes Puder und ist auch gar nicht so teuer, finde ich. Ich glaube, das kostet 24 Pfund oder so bei Cult Beauty. Das ist okay. Kann man machen. Kommen wir zu Very Expensive Shit. Natasha Denona, ja, die habt ihr schon bei mir gesehen, bei Instagram, auf meinen Videos, ja, aber ich wollte es euch nochmal zeigen. Das ist ein Blush-Duo in der Farbe Tau Tau und Strawberry Cheeks. Trage ich heute, ich finde es traumhaft. Ich war zuerst ein bisschen so, naja, so krass ist geil, ist es nicht, aber es ist krass geil. Und mein Holy Grail in der letzten Zeit, der Super Glow in der Farbe Fair, der schon so richtig schön abgerammelt aussieht, weil ich ihn tatsächlich jeden Tag trage. Ich kann ohne den nicht leben. Ich trage ihn heute natürlich auch. Und im Grunde fing damit meine Obsession für Natasha Denona an, obwohl, nee, eigentlich mit der Foundation und dem Primer. Über die Foundation habe ich auch schon ein Video gemacht. Wunderschöne Foundation. Wunderschön. Ja, also von Natasha Denona werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen einziehen. Ich denke, ich werde die Gold-Palette, ja, ich habe schon Lust, doch jetzt mittlerweile die Lidschatten auszuprobieren, und die Gold-Palette finde ich einfach am schönsten. Ich habe noch Bock auf diese Chrome-Topcoats für die Augen. Die finde ich sehr interessant. Dann finde ich auch sehr interessant diese große Sculpting-Palette. Wobei da einfach, glaube ich, so ein bisschen der Sammler in mir durchdreht. Bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist und ich die wirklich benutze. Weißt du, das ist so ein bisschen... Und natürlich die Blumenpalette ist klar. Und dann so ein Blush, diese Blush-Minis sind auch interessant. Diese Duo Blush und Highlighter da. Und wo wir gerade bei Natasha Denona sind, bleiben wir da auch gleich. Und natürlich, auch die habt ihr bei mir schon gesehen. Die habe ich bei Sephora bestellt. Für viel, viel, viel Geld. Und ihr könnt auch sehen, die ist schon ordentlich benutzt. Ich habe sie jetzt wirklich ein paar Mal benutzt und kann jetzt etwas sagen. Die Blushes sind mega, mega geil. Wirklich voll meine Welt. Die Highlighter, der Creme-Highlighter und auch der normale Highlighter. Der Creme-Highlighter ist noch ganz geil. Der macht so einen richtigen Wet-Look. Einen ganz dezenten Wet-Look. Also es ist ein sehr interessantes Produkt, das hier. Aber die beiden Highlighter, sowohl der Glow Extreme und natürlich auch das Diamond Powder, haben halt volle Kanone Glitzer und die sind bei mir raus. Also der Glow Extreme, den hatte ich ein paar Mal getragen und dachte erst, der wäre geil, aber das ist so ein Produkt, der sieht erstmal geil aus. Und im Laufe des Tages am Ende denkst du dir immer, Alter, hier ist ja überall Glitzer. Und mir ist das insbesondere so auf der Stirn so aufgefallen. Auf der Wange ist mir es nicht so aufgefallen, da ist der tragbar, finde ich. Aber auf der Stirn denke ich immer im Laufe des Tages, oh, du hast ja hier, wo ich den Highlighter auftrage, ich trage den ja immer hier so auf, alles voller Glitzer. Das gefällt mir natürlich nicht. Das Diamond Powder allerdings gefällt mir, obwohl es Glitzer hat, aber das ist nichts für mich, für die Wangen, sondern das ist wirklich was Schönes für den Inner Corner Highlight, für aufs Augenlid getupft. Ich nehme ja auch ganz oft solche Paletten dann auch für mein Augenlid, ne? Und alles in allem muss ich euch ganz ehrlich sagen, es ist was für Freaks, würde ich mal sagen, ja. Also, ich bereue es mit keiner Sekunde, sie gekauft zu haben, aber es ist nichts, was ihr unbedingt braucht, ja. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr jetzt sagt, ach, weißt du, ein bisschen Glitzer auf meinen Wangen finde ich eigentlich geil, dann ist es eine schöne Palette. Trotzdem, man muss einfach sagen, es ist sehr viel Geld, wobei ich jetzt nicht finde, dass es besonders teuer ist, weil man muss auch überlegen, es sind hier drin 6 High-End-Produkte.
drin. Es sind ja auch keine Mini-Pants oder sowas. Deshalb, ich finde sie wunderschön. Ihr müsst sie nicht haben. Aber sie ist wunderschön. Aber ihr müsst sie nicht haben. Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Deshalb, das ist das letzte Produkt, was ich euch zeigen wollte. Und ich würde gerne von euch einmal wissen, was möchtet ihr sehen? Worüber möchtet ihr noch ein gesondertes Video haben? Interessiert euch davon irgendwas besonders? Lasst mich das mal wissen. Und ja, ich bin total durchgeknallt, das wollte ich nicht sagen. Ja. Aber man muss auch sagen, zu meiner Verteidigung, obwohl ich mich eigentlich nicht verteidigen will, aber ich habe sehr viel auch in meinem Instagram-Sale verkauft, auch große und teure Geschichten. Und dadurch habe ich mir zum Beispiel die Natasha Denona Diamond Palette gekauft, als ich quasi andere Sachen verkauft hatte und das Geld quasi übrig hatte. Ne? Also deshalb finde ich jetzt auch ganz nett. Ich mache es gerade wirklich gerne. Ich trenne mich auch von Sachen, von denen ich mich schweren Herzens trenne, aber es macht schon Sinn, wenn man so viel auch so High-End-Sachen hat und man merkt zum Beispiel, es gibt Sachen, die stehen rum. Ich habe jetzt auch so einen Kandidat da, ja, die Naked Heat Palette, ich weiß nicht, ich benutze sie nie. Ich mochte die total, ich war total begeistert, das ist eine schöne Palette, aber ich benutze die nicht. Und ich überlege wirklich, ob ich die vielleicht auch in den Sale packe. Mal schauen. Also das sind so Sachen, für so eine Palette kann dann halt was anderes einziehen. Das ist halt dann schon, ja, muss man mal gucken. Das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir Bescheid, was ihr sehen wollt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.